schafft es an Money Glitch ohne iPhone-Kennzeichen, Leute. Wie geil ist das denn? Auch vor mit dem Video anfangen, würde ich jetzt schon mal bitten, einen fetten Like fürs Video dazu lassen. Und für die Leute, die noch nicht kennen, abonniert mich, so fast die krassesten Glitches in GTA Online. Also ich würde sagen, was braucht ihr für diesen Glitch? Naja, leider ein bisschen viel. Naja, für diesen Glitch braucht ihr erstmal einen Bunker. Und ja, Leute, der Bunker muss auch schon eingerichtet sein, da wir auch Agent 14 brauchen als Handykontakt. Davon abgesehen brauchen wir auch im Bunker ein MOC. Und im dritten Abteil des MOCs, Leute, brauchen wir ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Davon abgesehen brauchen wir für diesen Glitch auch noch eine Basis. Und in der Basis brauchen wir auch die Avenger. Davon abgesehen muss auch in der Basis einfach irgendein random Auto stehen. Und nein, Leute, für diesen Glitch verlieren wir nicht dieses random Auto in der Basis. Davon abgesehen brauchen wir für diesen Glitch auch noch eine Arena. Und in der Arena steht auch das Fahrzeug, was ihr euch gerne duplizieren wollt. Mein Tipp, Leute, nehmt einen Easy in der Zukunftsschock-Variante. Der wird bei solchen Glitches wirklich am meisten. Und das ist Fakt, Leute. Glaubt mir einfach. Und Leute, für diesen Glitch, klar, braucht ihr auch Fahrzeuge, die für diesen Glitch verloren gehen können. Auch hier mein Tipp, nehmt kostenlosen Elegies, denn pro Elegy könnt ihr ein Fahrzeug duplizieren. Also je mehr Elegies, desto besser. Und Leute, ihr müsst für diesen Glitch auch MC-Präsident werden. Das bedeutet, ihr braucht hier auch ein MC-Clubhaus, damit ihr klar MC-Präsident werden könnt. Und Leute, ihr müsst auch irgendeiner random Garage auch ein Motorrad besitzen. Ist völlig egal, welches Motorrad, kann auch hier so ein billiges Fatschum-Ding sein. Hauptsache, ihr habt ein Motorrad, was später sich über MC-Präsident anfordern lässt. Und zu guter Letzt, Leute, klar, braucht auch für diesen Glitch einen Freund, der euch für diesen Glitch unterstützt. Habt das Ganze sehr gut. Dann können wir mit dem Glitch anfangen. Als erstes seid mit eurem Freund in irgendeiner GTA Online-Sitzung. Im Mai habe ich diesen Glitch in einer Freundessitzung aufgenommen. Denn ihr trefft euch mit eurem Freund bei eurer Basis und geht es auch zusammen rein. Falls euer Freund jetzt nicht bei eurer Basis steht und nicht mitziehen könnt, dann könnt ihr euren Freund einfach in die Basis einladen. Gut, seid jetzt beide in der Basis drinne, dann steigt jetzt einmal irgendein random Fahrzeug ein. Seid im Fahrzeug eingestiegen, drückt jetzt hier die linke Pfeiltaste, um in die Avenger reinzukommen. Seid jetzt in der Avenger drinne und seid jetzt auch im Tuning-Menü drinne, dann geht's einfach auf dem Tuning-Menü wieder raus. Aber wichtig, Leute, ihr sollt noch in der Avenger drinne bleiben mit dem Fahrzeug. Gut, habt ihr das jetzt gemacht, dann zückt jetzt das Handy, geht auf Kontakte und ruft jetzt Agent 14 an. Habt jetzt Agent 14 angerufen, dann... Leute, kommt jetzt ein kleiner Timepack, aber der ist nicht so schwer. Denn ihr müsst jetzt bei Agent 14 eine Weiterentwicklung anfordern. Und gleichzeitig, beziehungsweise kurz danach, direkt die rechte Pfeiltaste spammen, um wieder in die Tuning-Menü von der Avenger reinzukommen. Also sprich, ich fordere jetzt bei Agent 14 jetzt die Weiterentwicklung an und spamme sofort die rechte Pfeiltaste. Und dann seht ihr erstmal nichts, Leute. Denn es passiert erstmal die nächste Sekunde gar nichts. Ihr seid im Tuning-Menü drin. Aber ihr müsst einfach nur warten. Ihr müsst wirklich, literally einfach nur warten. Denn irgendwann kommt auf einmal ein Blackscreen. Und das ist völlig normal, dass ihr es im Blackscreen habt. Denn als nächstes brauchen wir jetzt hier unseren Bot. Und by the way, Leute, die Botnamen sind natürlich in den Kommentaren, also checkt's mal ab. Gut, haben wir jetzt unseren Bot gefunden für unsere Konsole, dann treten wir jetzt hier einfach bei. Sind wir zu unserem Bot beigetreten, dann werdet ihr merken, dass ihr unter der Map seid und alles sehr verbuggt ist. Auf einmal werdet ihr auf der Map drauf teleportiert und stirbt. Das ist auch völlig normal, Leute. Also keine Sorge, Leute, das ist normal. Denn als nächstes werdet ihr eventuell direkt vor der Arena spawnen oder irgendwo random auf der Map. Im Fall war es jetzt hier random auf der Map. Und ihr werdet merken, Leute, dass das Auto, wo drin ihr saßt, immer noch da steht, beziehungsweise schwebt es sogar in der Luft. Und euer Freund sitzt sogar noch im Auto drin und er hat noch hier einen Blackscreen. Um ihn aus dem Blackscreen zu befreien, müsst ihr sich einmal töten. Das bedeutet einfach hier kurz mit der Waffe einen Headshot geben und euer Freund ist tot. Dadurch, dass jetzt euer Freund respawnt, ist jetzt euer Freund aus dem Blackscreen raus, aber gleichzeitig auch in dem Modus, womit ihr jetzt glitchen könnt. Nachdem ihr euren Freund getötet habt, seid ihr aber trotzdem noch in der Mission drinne von Agent 14. Um aus dieser Mission wieder rauszukommen, müsst ihr sicher jetzt die GTA Online-Sitzung verlassen. Das bedeutet, ihr geht in den Rockstar Editor oder geht in den Story-Modus und joint eurem Freund einfach wieder nach. Seid jetzt wieder in der Sitzung drinnen, dann geht jetzt beide zu eurer Arena. Seid ihr bei eurer Arena angekommen, dann bestellt ihr erstmal euren MOC zu euch. Habt ihr euer MOC angefordert, dann fahrt jetzt ungefähr dahin, beziehungsweise parkt es jetzt dahin, wo ich es jetzt auch hier hingeparkt habe. Denn dort ist die perfekte Stelle. Habt ihr euer MOC jetzt dahingestellt, dann ganz wichtig, Leute, kontrolliert, ob ihr auch den blauen Punkt seht, wenn ihr zu Fuß davor steht. Wenn ihr den blauen Punkt seht, perfekt, dann kann er stehen bleiben. Falls der blaue Punkt nicht sichtbar ist, dann müsst ihr euer MOC nochmal umparken, dass hinten alles frei ist. Gut, in meinem Fall passt das Ganze. Als nächstes holen wir jetzt unserem Freund ein Fahrzeug aus der Arena oder irgendwo anders her, wo er sich reinsetzen kann. Das bedeutet, ihr geht einfach in die Arena, holt ein Fahrzeug oder irgendeine andere Garage, ist völlig egal. Dieses Fahrzeug werdet ihr auch nicht verlieren für diesen Glitch. Hauptsache, ihr habt jetzt irgendein normales Fahrzeug, wo drin sich jetzt euer Freund reinsetzen kann. Gut, ist euer Freund eingestiegen, dann registriert euch jetzt als MC President. Seid das MC President und öffnet auch das MC President Menü, werdet ihr merken, dass ihr da oben stehen habt,
Fahrzeug wieder einlagern. Das bedeutet, wir sind noch zu nah um unseren Freund. Das bedeutet, wir müssen jetzt einfach ein paar Meter weiter weggehen, bis das die Option nicht mehr da steht, lager dein Fahrzeug ein. Sondern wir müssen da stehen haben, bestell das Motorrad, bestell jenes Motorrad, dass ihr halt euer Motorrad auswählen könnt, was ihr euch bestellen wollt. Das ist unser Ziel. Und meistens ist es nicht einfach kurz über die Straße Richtung Arena. Und dann werdet ihr merken, dass auf einmal die Option Fahrzeug wieder einlagern verschwindet, aber ihr dafür jetzt ein Motorrad anfordern könnt. Und ihr fordert jetzt hier an dieser Stelle ein Motorrad an. Ihr werdet merken, dass nichts passiert. Euer Freund kriegt die Meldung, dass er jetzt aus dem Auto rausgekickt wird, weil das Fahrzeug wieder eingelagert wird. Aber das passiert nicht, weil halt eben euer Freund jetzt in diesem verglitschten Modus ist. Und euer Motorrad, was ihr jetzt bestellt habt, naja, wird nie geliefert. Und das ist alles perfekt, Leute. Das bedeutet, wir können in die Arena reingehen zum Fahrzeug, was wir uns duplizieren wollen. Wie gesagt, Leute, mein Tipp, nimmt einen Easy in der Zugeschock-Variante. Der bringt bei diesen Glitches wirklich am meisten. Gut, seid jetzt bei eurem Fahrzeug angekommen, was ihr duplizieren wollt, steigt ihr an und drückt jetzt die rechte Falltaste, um irgendwas hier umzutunen. Denn ihr müsst jetzt hier irgendwas mal umgetunt haben. In meinem Fall macht ihr kurz die Bremsen. Es ist völlig egal, was ihr umgetunt habt. So, habt ihr jetzt irgendwas umgetunt, dann verlasst jetzt mit dem Fahrzeug aus der Tuning-Garage auch die Arena. Das bedeutet, dass wir jetzt direkt draußen spawnen. Sind wir jetzt hier draußen gespawnt, dann rufen wir jetzt einfach unseren Mechaniker an und fordern jetzt einen kostenlosen Elegy an. So, sobald wir die Bestellung abgegeben haben beim Mechaniker, zählen wir innerlich bis 15 Sekunden. Also 1, 2, 3, 4, 15. Bei Sekunde 15 steigt jetzt euer Freund aus. Ist es euer Freund ausgestiegen, wird das Fahrzeug sofort despawned, das ist völlig normal. Und ihr seht jetzt auf einmal in eurem Duplikat. Aber woran merkt ihr das eigentlich, dass das jetzt euer Duplikat ist? Naja, so wie ich das Fahrzeug jetzt hier ausgerüstet habe, merkt ihr es eigentlich nicht. Aber Leute, ich sage euch hier eine Aufnahme, woran ihr erkennt, dass das Fahrzeug jetzt euer Duplikat ist. Denn das Nummernschild ändert sich, sobald die 15 Sekunden abgelaufen sind und euer Freund ausgestiegen ist. Das seht ihr jetzt hier oben in der Aufnahme. So sieht das Ganze aus, wenn ich hinten keine Waffe hinten drauf habe. Aber ja, damit ihr Bescheid weiß, daran merkt ihr das jetzt, dass es jetzt dieses Fahrzeug jetzt nicht mehr euer originales Fahrzeug ist, sondern euer Duplikat. Und euer Duplikat hat das Nummernschild vom LG übernommen und genau deswegen, Leute, braucht man für diesen Glitch auch keine persönlichen Kennzeichen. Nur so als Info. Um dieses Duplikat jetzt abzuspeichern, müsst ihr einfach in den MOC reinfahren und wenn er da drin steht, zack, bum, bam, Leute, euer erstes Duplikat ist abgespeichert. Um jetzt hier einfach weiter zu glitchen, müssen wir jetzt einfach wieder von vorne anfangen. Natürlich nicht ganz von vorne, Leute, nein, sondern ab dem Punkt, wo wir unserem Freund ein Fahrzeug hinstellen. Das bedeutet, wir können auch jetzt hier direkt unser Duplikat aus dem MOC nehmen, ihn da hinstellen und euer Freund steigt ein und ihr macht dieselben Schritte wie eben. Das bedeutet, ihr öffnet wieder das MC-Menü, rennt es so lange weg, dass ihr nicht wieder da stehen habt, Fahrzeug einlagern, sondern es euren Motorrad anfordern könnt und so weiter und so fort. Und so könnt ihr ganz viele saubere Kopien hier erzeugen mit diesem Glitch. Und Leute, ich würde euch wirklich empfehlen, wenn ihr kein iPhone-Kennzeichen besitzt, dann macht diesen Glitch, was das Zeug hält, denn es ist leider nicht so häufig, dass wir einen Glitch haben, wo ihr kein iPhone-Kennzeichen braucht, dass ihr hier immer saubere Kopien macht. Das ist relativ selten. Deswegen nutzt diesen Glitch aus, Leute. Wirklich. Aber gut, Leute, das war es hier mit dem Money-Glitch-Video. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche euch gerne weiterzuhelfen. Aber ich bin raus. Euer Wombat. Ciao.